Sie noch einen Schluck Wasser? Water? Okay? So, start your engines.
Applaus für euch alle. Unfassbar. Der Schweiß rinnt in Strömen. Die Gesichtsfarbe ist bald so wie dein T-Shirt. Unter den Bedingungen hier. Wahnsinn. Und es sind tolle Sachen rausgekommen. Klaus, was sagst du? Ich bin ganz begeistert. Ja, ich kenne ja meine... Der Specht, du lagst übrigens richtig, ne? Ja, siehst du mal, ne? Der kam raus. Super. Ihr Jungs, habt ihr toll gemacht. Jetzt dürft ihr eines tun. Schnell mal eure Geräte alle zur Seite, dass wir gleich hier sauber machen können. Und dann, wenn es geht, alle eure tollen Kunstwerke einmal hier vorne an die Bühne stellen, damit wir die gleich bewerten können. Da wird schon gleich sauber gemacht. Dann legen wir alle Hand an. In 40 Minuten vom Baumstamm zum Kunstwerk. Das ist schon echt eine amtliche Nummer. Ja. Und dann so Sieh viele mal. Schöne Sachen. Ja, die sind die Europas besten Schnitzer, da denke ich mal, da kann nichts schief gehen. Da kann wirklich nichts schief gehen. Flori, du darfst jetzt weiter aufräumen, wir fragen dich mal nebenher. Ihr habt euch ja alle Figuren ausgedacht. Hast du so einen Fuchs schon mal gemacht? Ich im Speedcarving. War Premiere heute, selbst für so einen Profi wie dich im Speedcarving einen so filigranen Fuchs zu machen? Normalerweise machst du dann einen halben Tag drum rum, 3, 4, 5 Stunden. Ja, Wahnsinn. Das ist Publikum, wird mal gepusht. Dann geht es alles schneller. Ja, und er fühlt sich fast an wie echt. Super. So, unser nächstes. Wer stellt seinen Specht mal? Vielleicht passt daneben der Specht ganz gut oder der Pilz hinten. Schauen wir mal. Greift einfach mal zu und stellt uns mal schnell eure Kunstwerke nach vorne. Keiner möchte. Wer immer auch möchte. Herr Endres, jetzt müssen Sie ran. Ich darf Ihnen vorstellen, er ist Deutschlandchef von Husqvarna und lässt es sich natürlich nicht nehmen, sein Team hier auch zu unterstützen. Und wir brauchen Sie jetzt auch ganz dringend an dieser Stelle, denn wir haben gleich etwas Besonderes vor. Daniel, can you take your Specht auf Englisch? Was heißt der Specht auf Englisch? Gell? Auch Schnee, ja? Bird with Tuck Tuck. Ja? Please put your bird with Tuck Tuck at the edge of the stage. Sehr gut. Der Pilz. Also Igor sieht eher aus wie so ein gefüllter Berliner. Also von außen. Mit ordentlich Zucker drauf. Nee, nicht du. Du siehst aus. Ne? Ja. Semmelbrösel im ganzen Gesicht. Oh, ich muss mal in die Ecke rüber. Ich muss mal in die Ecke rüber. So, und dann haben wir da noch die Eule. Mensch, hier, Andy, wie geht's dir? Du hast ja richtig ein richtig tolles Teil hier gemacht. Hast du sowas schon gemacht? Ja, schon öfters. Wow, ein Uhu oder eine Eule. Standard Speed Carving. Und dann kriegen wir hier das Waldmännchen. Wie hast du gesagt, heißt das? Wurzelkinder. Ein Wurzelkind ist das hier. Und da kommen wir auch gleich dazu, was es damit Besonderes auf sich hat. Wir möchten jetzt gerne, dass Sie mitmachen und einfach mal bewerten, welches ist denn Ihr Lieblingsobjekt. Die Frau Fahrenkamp hier im orangenen T-Shirt, um das zu erkennen, hat orangene Punkte. Und wenn Sie uns jetzt den Gefallen tun und einfach mal Ihren Punkt an jeweils Ihr Lieblingsmotiv anpeppen, vielleicht unten, dass wir es nicht oben alles verbraten. Und wenn dann die Jungs auch noch mal schnell kommen und hinter ihre Modelle stehen, unsere Carving-Spezialisten, dann... Also ich habe gerade die Ansage gekriegt, bevor Sie alle rote Punkte auf unsere schönen Elemente kleben, dürfen Sie noch ein bisschen nachdenken, wenn Sie einen Punkt haben. Wir stellen unsere Athleten hinter unsere Modelle. Jeder darf sein Lieblingskit mal betrachten. Dann dürften Sie auch Fotos machen, dass Sie auch noch wissen, welcher Künstler hat denn welches Motiv gemacht. Und dann verrate ich Ihnen, was mit diesen Figuren passiert.
Igor, du darfst dann mal rübergehen. Florian, du darfst weiter putzen lassen. Das ist heute super. Wenn die so auf Augenhöhe runtergehen, so. Hier gehen wir hier dazwischen. Neben mich kommt Joachim Entres, Deutschlandchef von Husqvarna Deutschland. Somit die Moped hält besser. Das macht ja auch. Die Sonne. Ihr Team hat so tolle Ideen gehabt. Und diese Figuren sind für einen besonderen Zweck. Wer bekommt die denn nachher? Ja, wir haben uns lange überlegt, was wir damit machen, mit solchen tollen Figuren, die Künstler wirklich fantastisch hier gemacht haben. Wir haben gedacht, wir möchten die auch hier in Berlin lassen und einem guten Zweck zuführen. Und wir haben uns entschieden, dem Waldkindergarten Konradshöhe das zu stiften. Dafür gibt es einen dicken Applaus und er ist auch da und darf sich selber in Empfang nehmen, der Leiter des Waldkindergartens, Alfred Zubulska. Und Sie dürfen einfach mal zu uns auf die Bühne spurten. Jetzt wird es einfach zu warm heute, ne? So. Ja, Glückwunsch zu diesen schönen Sachen, die Ihre Kinder bekommen. Jetzt wissen wir auch, was es mit diesem Funzelkind auf sich hat. Es gibt bei Ihnen eine Gruppe, die so heißt. Das ist richtig. Wir haben drei Gruppen. Eine Krippengruppe, das sind die Spielmäuse, und zwei Waldgruppen. Die eine Gruppe sind die Waldtrolle und die andere die Wurzelkinder. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich die Wurzelkinder und die Waldtrolle streiten werden, ob das nur ein Wurzelkind ist oder ein Waldtrolle. Im Zweifelsfall ist es beides und kann als Pate stehen für alle Kinder zwischen 3 und 6, die bei uns jeden Tag morgens in den Wald gehen. Und ich habe ja auch sagen lassen, die Waldtrolle leben ja grundsätzlich auch in Pilzen. Ja? Das muss man nur gut genug verkaufen und schon hat man das neue Pilz heute. Ich muss erst mal sagen, ich bin beeindruckt. Ich hätte nicht gedacht, als ich eingeladen wurde und uns diese Offerte gemacht wurde, habe ich gedacht, ja, ist ja nett. Aber als ich hier die Männer in Aktion gesehen habe, so konzentriert, war ich so tief beeindruckt. Ja, deshalb muss ich einfach nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen an alle diese Künstler. Thank you very much. Great. Thanks. Danke. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Kinder in Konradshöhe sich auch bedanken werden. Also wir bleiben, wäre mein Wunsch, in Kontakt. Die Kinder, wenn die das morgen sehen, ich bin mit meinem Sohn hier, der ist auch schon in diesen Waldkindergarten gegangen, der ist jetzt 20, irgendwo steht er und fotografiert uns da drüben, Herr Paul. Und wenn wir also mit einem großen Auto diese Skulpturen wieder nach Reinickendorf fahren, übrigens wäre das der Reinickendorfer Fuchs, unser Wappentier in Reinickendorf, ja? Oder ist es ein Wolf? Fuchs. Nein, das passt doch. Dann sind die morgen sicher ganz glücklich und stehen davor und können sich kaum trennen. Das ist doch ganz toll. Herzlichen Dank. Und damit Sie noch ein schönes Foto kriegen, würde ich sagen, Herr Endres und Sie in die Mitte, unsere Künstler nochmal drumherum, und ihr macht mal ein hübsches Gruppenfoto, dass der Nachwuchs in 20 Jahren dann auch wieder sagen kann, Mensch, ja, schau mal an, was die damals 2017, gemacht damals auf der IGA. Genau. Ja, und die so stehen immer noch bei uns vorm Haus. So ist es, genau. Und